Was geht? Willkommen zu einer neuen Folge Orga News. Die Sonne ist draußen immer noch am Schein. Da frage ich mich, was mache ich hier eigentlich? Ich hoffe mal, der Kack ist ganz schnell vorbei. Episode 21, wie Savage. Los geht's, ihr Pisser. Das sind die folgenden Themen der heutigen Sendung. Hygiene immer noch auf Platz 1. Depp der Woche, diese Woche ein Ami. Import-Export, Filmwelt, Generation Deutschrap, meine beliebten Musiktipps. Es gibt was zu gewinnen. Wenn kommt, dann kommt mit Costa. Sport und das Wetter natürlich nicht zu vergessen. Ab Montag herrscht in ganz Deutschland die Maskenpflicht in Supermärkten und in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Bremer haben wie immer ein bisschen länger gebraucht, haben sich aber auch eingekriegt und sind jetzt dabei. Meine Frage ist da eigentlich nur, wenn wir die Dinger schon aufsetzen müssen, gibt es die dann auch Beläsch? Durch die Quarantäne zeigen sich die richtigen Idioten. Heilige Scheiße. Der Move, über den wir jetzt reden, ist zwar schon ein paar Jahre her, wurde uns aber letzte Woche Sonntag nochmal verdeutlicht. Der Depp der Woche, präsentiert von mir. Gestern noch um Kombi bitten, Scottie Pippen. Selber schuld, wenn du einen 7-Jahres-Vertrag unterschreibst, oder? Und danach beleidigt sein, weil der Vertrag eingehalten wird? Come on, Bro. Know your worth. Wer immer noch schlechten Hasen in Berlin raucht, der ist selber schuld. Ich meine, Toni kommt sogar mit dem Boot vor deine Haustür, wenn es sein muss. Wir importieren hauptsächlich Equipment, um neue Projekte für euch vorzubereiten. Wir lassen euch nämlich nicht im Stich. Wir sind export-ready. So, jetzt kommen wir zur Werbung und wisst ihr, was richtig Spaß macht, wenn es auch noch unser eigenes Zeug ist. Nachdem die T-Shirts ruckzuck ausverkauft waren, habe ich nochmal mit dem Chef gesprochen und der hat sich gleich an was Neues rangesetzt. Genau deswegen jetzt hier unser neuer Orga-Merch. Leute, immer wieder werde ich gefragt, hey Blondie, was benutzt du eigentlich für deine Haare? Wie bekommst du die so schön gelockt? Welches Shampoo? Welchen Conditioner? Leute, die Antwort ist ganz einfach. Ich benutze gar nichts. Ich trage einfach diese wunderbare Cap von den Organization Boys, die nächste Woche für euch erhältlich ist. Und wenn ihr auch so schöne Haare haben wollt wie ich, kaufen, kaufen, kaufen. In diesem Sinne. Wie gewünscht und als hätten sie es versprochen, kam die neue Jordan-Doku raus. Oder wohl eher Chicago Bulls-Doku. Ich will nämlich gar nicht so viel über Rodman und den Rest wissen. Ich will eher wissen, wie Michael es geschafft hat, so ein krankes Biest zu werden. Gefällt euch das System, dass jede Woche eine neue Folge rauskommt? Mir nämlich nicht so wirklich, weil eigentlich warten wir doch alle schon genug, oder? Donnerstags gibt es uns ja eigentlich bei Musti und JamFM im Radio zu hören. Momentan liegt das Ganze leider auf Eis, aber wie gewohnt auf IGTV und jetzt hier bei mir in der Sendung die neuesten News der deutschen Hip-Hop-Welt. Viel Spaß damit. Organization Boys. Orga Radio mit eurem Lieblings-Orga-Boy Fufu. Jeden Donnerstag zwischen 20 und 22 Uhr. Irgendwo bekommt ihr es sowieso mit. Ah, shit. Shirin David sammelt mal wieder die Lorbeeren des Undergrounds und bekommt dafür einen ziemlich dicken Backlash. Mal sehen, wer als erstes schlapp macht und mit ihr zusammenarbeitet. Unser Boy Young U-Bahn bringt währenddessen ein neues Video zu Regelwerk. Good job, Dimi Malaka. Als Musiker musst du gerade improvisieren und das machen die Jungs ziemlich, ziemlich gut. Ich sage dreimal geil, Malaka. Gute News aus Berlin. OG Peso bringt sein Debüt Kundengrinsen diesen Samstag. Teaser findet ihr bereits auf seiner Instagram-Seite. Das wird euch allen mal gut tun. Endlich kein Palaver mehr. Was ist das denn, yo? Ufuk nimmt anscheinend einen 8-Millionen-Deal nicht wahr. Dass er Independent ganz gut gestockt hat, wissen wir aber alle. Er wartet wahrscheinlich noch den Release ab, um seine Zahlen noch ein wenig höher zu bekommen. Good move, aber einen Deal würde ich ihm nach dem Album auf jeden Fall empfehlen. Ich höre Hip-Hop jeden Tag jetzt wegen dir, du Arschloch. Producer wie Ozzy werden nämlich auch nicht günstiger. Der toppt mittlerweile die Billboard Hottest Producer List und zeigt selbst in Deutschland wieder mal, wieso er da steht, wo er steht. Aschi. Bis dahin hoffe ich mal, dass die Bullen hier nicht gleich reinkommen und wir hören uns wieder nächste Woche. Ich mache jetzt lecker den Grill an. Heide, ciao, Malaka. Organization Boy. Jetzt kommen wir wieder zu meinen beliebten Musiktipps. Backroad G für alle, die mal wieder echten UK-Drill hören wollen. Alhamdulillah, I'm good. Tutu G's und Favio Foreign machen genau da weiter, wo Pop Smoke leider aufgehört hat. Die Links dafür gibt's in der Beschreibung. Checkt die auf jeden Fall mal ab. Spannend wird es jetzt. Wir kommen nämlich zu meiner Lieblings-Show and Show. Wenn kommt, dann kommt mit meinem guten Freund Costa. Also, wer jetzt von euch etwas gewinnen möchte, muss ganz genau aufpassen. Und dann gibt es nachher sogar einen Gewinner. Viel Spaß! Wenn kommt, dann kommt. Servus Leute, Costa hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wenn kommt, dann kommt. Heute mit diesem wunderschönen Preis. Ich brauche heute wieder Abonnierung und einen Kommentar mit, welche Unternehmen suchen wir. Man weiß,
Aber ich glaube an euch. Ich weiß, ihr wisst es. Adere, bis zum nächsten Mal. Und ihr wisst, kommentieren und abonnieren. Wenn kommt, dann kommt. Gott, war das wieder spannend. Und wer hätte nicht Lust, dank Kostas Hilfe so ein geiles gestreiftes Hemd zu gewinnen, oder? Also Leute, fleißig mitmachen, kommentieren, abonnieren das Ganze und dann gibt es sogar am Ende einen Gewinner. Bei uns in der Sendung darf der Sport und der weiße Brasilianer Schnicks natürlich nicht fehlen. Der ist gerade auf dem Trainingsplatz in Arizona. Erzähl mal Schnicks, was geht so ab? Tachin Fufu, mein Lieber, alles geregelt hier. Natürlich ein paar Idioten, aber die gibt's ja leider überall. In Istanbul werden keine Gehälter mehr bezahlt und Manu steht bei den Bayern wirklich in Frage? Also ich weiß ja auch nicht. Mal schauen, ob es am 9.5. tatsächlich mit der Budi weitergeht. Wobei ich absolut keine Lust auf Geisterspiele hätte. Ich hätte eine viel passendere Idee, mit der wir alle viel besser unterhalten werden und im Herbst einfach weitermachen könnten. Vor vielen Jahren noch ein Traum gewesen und bald Realität? Clip ab! Danke Schnicks, das ist meiner Meinung nach die beste Idee, die ich bis jetzt für die momentane Situation gehört habe. Oliver Bierhoff und wie er nicht alle heißt, checkt es doch mal ab, meiner Meinung nach eine ziemlich gute Alternative. Ziemlich viele Alternativen hat unser guter Freund Costa leider nicht, seine Frau, ihr wisst selber, aber mit dem Wetter kann er uns immer noch helfen. Costa, erzähl mal, wie wird's nächste Woche? Ich bin hier ein bisschen rausgegangen, ich musste mein Auto putzen. Re. Diese ganze Pollen kommt jetzt mal locker. Aber Wetter ist top. Wir sehen uns nächste Woche, Leute. Costa, mein Freund, das hört sich ja sehr vielversprechend an. Leute, das war's für heute. Aus die Maus. Ziemlich warm, ich gehe jetzt noch ein bisschen das schöne Wetter genießen, gehe noch ein bisschen grillen mit den Jungs. Eure Hilfe brauche ich trotzdem noch. Es sind die letzten 3 Folgen, die jetzt anstehen, bevor es zur Sommerpause geht und ich mich auch endlich mal wieder ein bisschen entspannen kann. Genau deswegen bitte ich euch jetzt nochmal abonnieren, kommentieren das Ganze und dann sehen wir uns auch nächste Woche. Heide. Major Crimes. Shit. Organization boys. What's that, Fenio? You come at the king? You best not miss. Was? Du sollst die Vollidioten rausschmeißen, sonst lass ich die Kiel holen. Ihr seid ja auch noch da. Komm, abonnieren, Glocke an und weg mit euch.